Hi, hier ist Rieke. Bin gerade nicht da. Hinterlass mir eine Nachricht. Ich bin sicher. Ich hab dich belogen. Ich hab mich belogen. Ich will mit dir zusammen sein, okay? Ich hab Scheiße gebaut, aber ich krieg das wieder hin. Ich liebe dich. Ruf mich an. Morgen. Morgen. Mein Kollege nimmt nochmal die Personalien. Ein Jogger hat 2 Schüsse in den Rücken gekriegt. In den Rücken. Wahrscheinlich hat er den Täter oder die Täterin noch gesehen und hat versucht abzuhauen. Ein Zeuge hat die Schüsse gehört. Ungefähr kurz vor 9:30. Gibt's andere Verletzungen oder Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung? Bisher nicht. Der erste Schuss hat ihn da bei der 4 an der Hand getroffen. Sein Telefon hat auch ein Projektil abgetrickt. Und hier bei der 7 hat er 2 Kugeln in den Rücken bekommen, ist zusammengesackt, hat sich noch ein paar Meter weiter geschleppt und ist vermutlich hier verblutet. Das von der Hinrichtung? Ja. Die Spusi hat noch 4 Projektile gefunden, die nicht getroffen haben. Alles 9 mm, also ein Profi war das nicht. Haben wir einen Namen? Ja. Hier, ist für dich. Danke. Clemens Brandner. Frau Brandner, bitte. Der gewünschte Gespräch. Ja, Mailbox. Frau Brandner. Ihr Mann ist tot. Er wurde erschossen. Was? Es tut mir leid. Was ist passiert? Das wissen wir nicht. War Ihr Mann alleine joggen? Ja, also, er hat das jeden Morgen gemacht. Und war heute irgendwas anders als sonst? Hat jemand mit jemandem Probleme gehabt? Gab's Streit? Er hat ihn erschossen. Sie wissen, wer es war? Clemens hat immer gesagt, eines Tages bringt er mich um. Johannes Schiefer. Mein Mann ist Bauunternehmer. Er hat den Schäfers vor 2 Jahren ein Haus verkauft. Das hatte aber es hatte Baumängel und sie mussten raus aus dem Haus. Und sie haben meinen Mann verklagt. Kann ich bitte weiterarbeiten? Ich muss weiterarbeiten. Frau Brandner, entschuldigen Sie uns noch ganz kurz. Hat Herr Schäfer die Klage verloren? Mein Mann ist vorher insolvent gegangen. Und Sie glauben, dass Herr Schäfer Ihren Mann erschossen hat, weil er keinen Schadensersatz bekommen hat für sein Haus? Der Typ ist krank. Er hat meinem Mann Insolvenzbetrug vorgeworfen. Er hat ihn verprügelt. Entschuldigen Sie mich. Frau Brandner, gab es sonst noch irgendwelche Vorfälle? Er hat ihn monatelang gestalkt. Kann ich bitte alleine sein? Können Sie bitte rausgehen?